Guten Abend. Ich habe die Scheidung jetzt hinter mir, Gott sei Dank. Es war am Schluss die Hölle schon. Wir haben schon getrennte Schlafzimmer hatten wir und getrennte Küchen und getrennte Badezimmer und getrennte Speisekammern, getrennte Toiletten. Es war alles getrennt. Also wenn man ehrlich ist, es waren zwei Wohnungen. Eine in Wien, die andere in Hamburg. Also es war überhaupt keine Nähe mehr. Keine Intimität. Wir waren per Sie dann schon und später den Namen auch vergessen. Also wir haben uns einmal noch getroffen auf der Straße. Da war, also meine Frau hat mich erkannt. Ich hätte sie nicht mehr erkannt, aber sie hat geschrien, du bist schuld, habe ich gewusst, das ist meine Frau. Und es war nur Krach, weil nur Krach war, dauernd, immer. Der erste Krach war schon in der Hochzeitsnacht, wunderschöne Hochzeit, Barockkirche in der Wachau, schwuler Pfarrer, wahnsinnig romantisch. Und ich bin in der Nacht noch beim Pfarrer geblieben und da war schon in gewisser Weise ein Schatten über unserer Ehe. Und wir haben eigentlich gleich gemerkt, dass wir... Also wir haben eigentlich von Anfang an haben wir gesagt, entweder wir lassen uns sofort wieder scheiden oder wir beginnen bei null. Scheiß drauf, wir fahren auf Griechenland und fangen ganz neu an, sitzen tagelang am Strand, jeden Sonnenuntergang, trinken Rotwein, schlafen im Schlafsack und reden die ganze Zeit. Und wir haben uns bald für die Scheidung entschlossen, weil wir dann doch gesagt haben, so Urlaub ist rasch vorbei, eine Scheidung hat man fürs ganze Leben, da weiß man, was man hat. Es waren keine Kinder da, das war das Praktische. Also wir haben von Anfang an gesagt, keine Kinder, weil Kinder doch in einer Beziehung oft dann... Also wir haben gleich gesagt, nein, wegen der Umwelt, weil Kinder eine Belastung sind mit diesen Plastikspielzeugen und diesen Gummistiefeln, diese hässlichen Buggies, diese Regenbekleidung, haben wir gesagt, keine Kinder. Für den Klimaschutz, Auto oder Kind, wir haben uns dann für das Auto entschieden, weil man einfach mit einem Kind nicht so rasch wohin kommt und ehrlich, sie bringen ja nichts. Was bringen Kinder? Wenn man, Sie wollen jetzt mit Applaus darüber hinwegkommen, aber ich sage Ihnen, es bringt nichts. Man kann nie schlafen. Zuerst schreien sie in der Nacht, dann sind sie fort in der Nacht, nie ist er Ruhe. Am Schluss erben sie alles, stecken dich ins Altersheim, besuchen dich nie. Das Grab bezahlen die 15 Jahre höchstens. Also kosten-nutzen-technisch, preis-leistungsmäßig. Ja, zu Weihnachten ist schöner. Das ist schon. Zu Weihnachten? Naja, wegen die paar Tage. Man muss das offen sagen, es ist oft enttäuschend im Leben, oder? Die Kinder, die Liebe, die Ehe, die Akropolis. Es ist oft immer etwas kleiner und dreckiger als im Prospekt. Also das Leben verliert so dadurch, dass man es kennenlernt. Ich finde, super Aphorismus. Aber meine Frau und ich, das war einfach, es waren unterschiedliche Interessen auch, also die wollte immer was anderes, das waren Vagente, die man mit Rale, völlig unterschiedlich, also die wollte immer was anderes, die wollte genau immer das andere, wollte die haben, zum Beispiel sie wollte immer bei mir sein, ich wollte nie bei mir sein, wenn sie dabei war und die waren, verstehen Sie, die waren nur da, die war sowas von da, boah. Ich meine, mir ist klar, in einer Partnerschaft, das ist sie und er wäre da. Aber was die da war, kurz weg und schon wieder da, verstehen Sie, teilweise im selben Raum und lehnt sie immer an am Sofa, wenn man sitzt im Sommer, dann schwitzt man so an diesen Flächen, ja, wo sie sich anlehnt, dann legt sie wieder die Hand auf die Knie, wow, das klebt wieder so, das biegt so, dann sage ich, bitte, das biegt, ja, dann weint es wieder, dann biegt es noch mehr, ja. Dann will sie wieder versöhnen, dann umklammert sie mich und streichelt immer gegen die Haarwurzel. Ich habe empfindliche Haarwurzeln und so, verstehst du? Immer sage ich so ja, so nicht. Das ist auch Liebe, verdammt noch einmal, wenn du dann merkst, in welche Richtung. Ist ja wahr, oder? Das ist auch eine Kulturleistung, du Trampel, wenn...
Nein, Versöhnung und wir schlafen miteinander ein, jeden Abend. Schlaf in deiner Schulter, möchte ich einschlafen. Ich liege da wie ein U-Hackerl, eh schon so. Ja, das drückt auf die Brust, du schwitzt wie eine Sau. Die Haare in der Nase, ja, und so, die Bandscheiben. Du kommst daher wie Quasimodo. Jeden Tag zum... Ich habe schon das Gefühl, sie sind auf meiner Seite. Aber vielleicht sind sie nur froh, dass ich bin und nicht sie. Auch okay.